Hey Leute, ich bin es, euer MC Muffix und es geht weiter mit Two Worlds 2. Ja, im letzten Part haben wir uns in einem kleinen Dungeon umgeschaut, ein wenig gelevelt und jetzt sind wir hier bereit wieder für neue Abenteuer, würde ich sagen. Wir haben ja hier die Seelen alle gemacht, was natürlich dem Mangano-Orden natürlich nicht passt. Ist mir ehrlich gesagt wurscht, ich kenne keinen vom Mangano-Orden und jetzt versuche ich erstmal, wie komme ich da vorbei? Keine Ahnung. Zumindest reiten wir jetzt erstmal nach Bayern wieder zurück in unser schönes Dörflein. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir da mal wieder mit der netten lieben Alima. So, gibt hier eigentlich noch jemand? Ah, wir können uns auch teleportieren, theoretisch. Aber dann ist mein Pferd weg. Das ist blöd. Nee, das gefällt mir nicht. Da reite ich lieber. Da sind diese hässlichen Affen. Übrigens, was auch cool ist, das ist eine gerade von diesen hässlichen Ameisen. Ich kann die jetzt sogar relativ gut besiegen. Also, einmal muss ich immer noch weglaufen, aber ich habe ein paar Mal gegen die kämpft, als ich ein bisschen offscreen gelevelt habe. Und da habe ich die eigentlich relativ locker alle gemacht. War gar nicht mal so schlecht. So, jetzt müssen wir aber kurz mal hier schauen. Bayern, bla bla bla. Komm, auf die Karte schauen wir mal kurz. So, Hayam, bla bla, geheime Schatzkammer der Wahns, da waren wir drin. So, dann gehen wir jetzt hier hinter. Dann können wir das hier auch relativ locker machen. So, dann müssen wir uns ja auch noch von Tomé, dem lieben netten Herrn, müssen wir uns dann noch die, den Ausweis holen, die Fälschung, die er hoffentlich für uns jetzt herstellt. Und dann würde ich sagen, kommen wir relativ locker hier nach Hatmandor. Ach, ist das nicht hier schön, aber ich frage mich immer noch, was für ein Turm da hinten ist, der da in der Ferne da ist. Ist es Gandwas Heim da? Ist gut möglich. Es blöd ist, dass wir keine gesamte Weltkarte bis jetzt haben. Oder ich sie zumindest noch nicht gefunden habe. Aber mich würde mal sehr interessieren, wie weit wir ungefähr weg sind von dem Anfangspunkt da. Von dem Dorf, also nicht dem Dorf, aber da, wo wir halt bei den Orks waren. Wäre mal ganz interessant. Ach, die Orks können wir eigentlich auch mal wieder besuchen. Okay, wir haben bis jetzt noch nicht so viel geleistet eigentlich. Wir haben eigentlich bis jetzt noch gar nichts. Also im Sinne der Hauptquest haben wir bis jetzt noch gar nichts geleistet, um ehrlich zu sein. Unser Ziel war nach Hatmandor zu kommen, wir sind nach Bayern angekommen. Das war das Einzige. Wir können ihm sagen, dass sein hässlicher Teleporter nicht geklappt hat. Also hier habe ich übrigens nicht gelevelt, als ich offscreen gelevelt habe, sondern in die andere Richtung. Also da in Richtung der Warns. Da habe ich sehr, sehr viele Gegner platt gemacht. Und 4 Ameisen, da war ich voll stolz auf mich. Diese hässlichen Ameisen. Immer noch der furchtbarste Gegnertyp. So. Reite ich jetzt eigentlich auf dieses geheime Wüstentor hin? Zu? Weil da will ich eigentlich nicht hin. Ja, ich glaube schon. Nee, wir wollen erstmal da wieder rein. Nee, komm. Bremsen. Bremsen, so. Gebremst, gespeichert, würde ich sagen, können wir auch noch. Gespeichert und dann können wir jetzt hier rein und was umschauen. So, hier tobt ja das Leben in dieser wunderschönen Stadt. Nicht so ganz. Hä? Ach geil, die Affen. Naja, die haben mich verfolgt. Cool. Cool. Dankeschön, meine Kumpels. Finde ich super von euch. Hä? Ach, weil ich den angerempelt habe, habe ich ja... Ach, also das mit diesem Level, dass man erwischt wird, nur weil man die Gegner anrempelt, finde ich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Oh mein Gott, ich habe ihn angerempelt, er muss exekutiert werden. So, Alima, meine liebe, nette Freundin hier. Das ganze Dorf spricht schon über dich. Ach, ihr wisst es schon? Die ersten Händler waren bereits hier. Sie haben im ganzen Dorf Geld eingesammelt. 300 Auras. Und hier, ich habe ein Geschenk für dich. Du musst mir nichts geben. Ich bestehe darauf. Mein Mann war Schneider. Er wollte nach Essen suchen für uns, aber er ist nie zurückgekehrt. Oh, das tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Immerhin gibt es das Zuhause noch, in das er zurückkehren kann, falls er noch am Leben ist. Und das haben wir dir zu verdanken. Hier sind die Hosen, die er angefertigt hat. Sie sind unterschiedlich gearbeitet, je nachdem, ob sie ein Bogenschütze, ein Magier oder ein Schwertkämpfer tragen soll. Welche würde dir zusagen? Ich kämpfe am liebsten von Angesicht zu Angesicht. Dann werden dir diese Hosen gute Dienste leisten. Danke für alles, Fremder. Okay, sehr cool. Sie hat uns bei ein paar neue Hosen gegeben. Und wir haben schon wieder ein Level-Up. Ach, das geht ja so flitzeblitz hier. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier unsere Hosen an. Sind jetzt gut? Ja, sind richtig gut. Ja, gut, rüsten wir die aus. Sehen zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber egal.
So, hier haben wir plus 1, das ist auch praktisch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein bisschen was auf Leben. Ein bisschen viel auf Leben. Und hier noch einen auf Stärke dann wieder. So, jetzt haben wir hier wieder 2 Skillpunkte. Ach, blocken können wir erst ab Stärke 25 machen. Block brechen, können wir auch erst ab Stärke 25. Assassinenkunst, schauen wir mal. Löcher knacken, machen wir. Und ansonsten Alchemie brauchen wir nicht. Steinschmelzen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Steinschmelzen, ob wir das überhaupt können. Alles hier ab Level 12, dann würde ich sagen, machen wir doch hier auf Regeneration. Oder auf Ausdauer. Nee, machen wir auf Ausdauer. Können wir schnell laufen, ist super. So, wir haben eine Belohnung bekommen. Jetzt, die Alima ist jetzt glücklich. Da bin ich natürlich dann auch glücklich. Und das ist eigentlich richtig gut gelaufen, würde ich sagen. Und jetzt reden wir hier noch mit Tomei, wenn ich den Typen wieder finde, damit es den Ausweis gibt. Wer bist du? Flora. Ich war die Frau von dem Schreiber. Aber wir haben uns vor 3 Wochen scheiden lassen. Und? Nichts und. Ich weiß, dass du entschlossen bist, ihm dieses verdammte Tintenfass zu bringen. Du meinst, es liegt ein Fluch darauf? Ein Fluch? So habe ich es nicht gemeint. Aber weißt du was? Das kann gut sein. Vielleicht hast du recht. Ich glaube, das Ding hat meine ganze Ehe ruiniert. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn alles mit Tinte verschmiert ist? Alles, womit er in Berührung kam? Sogar im Bett konnte er mit seiner Schreiberei nicht aufhören. Dann ist es ja erfreulich für dich, dass ihr jetzt getrennte Leute seid. Ja, schon. Ich vermute, du arbeitest für den Alten, weil du durch das Tor willst? Ja. Hör zu, ich sag dir das, weil ich es gut mit dir meine. Das letzte Mal, als er jemandem geholfen hat, haben die Wachen dem armen Kerl beide Hände abgehackt. Hast du nicht gesehen, wie tattrig er schon ist? Er hat's einfach nicht mehr drauf. Aber ich habe einen besseren Vorschlag für dich. Bring das Tintenfass mir und erzähl dem Alten, dass du es nicht gefunden hast. Dann verrate ich dir, wo der alte Schmugglerpfad verläuft. Eine gute Frage, was wir jetzt tun. Ich finde, den Tomei fand ich immer schon ein bisschen merkwürdig. Tomei ist irgendwie ein merkwürdiger Name. Und, zumindestens, was machen wir jetzt? Ich werde meinen Auftraggeber nicht hintergehen. Ich weiß nicht. Aber dein Vorschlag hat was für sich. Hier nimmt das Tintenfass. Ich weiß nicht, wir wissen, wo der Schmugglerpfad ist. Das heißt, es wird sich eigentlich nicht lohnen. Aber wenn der jetzt echt eine Fälschung ist und die uns dann hier erfassen, davor habe ich eigentlich nur ein bisschen Angst. Das Problem ist eben, wenn wir erwischt werden, dann habe ich ein anderes Problem. Ich glaube, wir nehmen den Schmugglerpfad. Egal, kack auf Tommy. Dein Vorschlag hat was für sich. Hier, nimm das Tintenfass. Dann seid ihr Männer doch nicht alle so blöd, wie ich dachte. Ein Hoffnungsschimmer. Hier, ich zeig dir, wo der Schmugglerpfad verläuft, auf deiner Karte. Aber du musst aufpassen. Er ist schon lange nicht mehr benutzt worden. Wer weiß, was sich dort alles rumtreibt. Ja, super. Ich wette, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber egal. Wo ist eigentlich Tomei hin? Der saß ja eigentlich da. Egal, sagt dem Schreiber. Ja, wo ist der Schreiber hin? Keine Ahnung. Der ist weg. Tomei ist verschwunden. Sehr schön. Zumindest, also, ich weiß nicht, ob das jetzt echt eine gute Entscheidung war. Aber, es ist besser, als erwischt zu werden. Also, ich hab eigentlich nur Angst, dass wir erwischt werden. Also, dass der Tomei uns betrügt, dass die finde ich irgendwie eh ein bisschen merkwürdig, weil die ist irgendwie voll böse und gemein gewesen, aber, ich finde es Tomei nicht. Blöd. Egal, schauen wir mal. So, das Wüstentor, ich weiß doch eh, wo das ist. Wo ist Tomei lang? Tomei, Bakukan, Sambu. Was haben die alle für kranke Namen? Die Runenstätte, Tobias, abgebrannter Joe, Flora. Es gibt keinen Tomei mehr. Magiergilden, der verlorene Kopf. Jetzt habe ich hier. Auf dem Weg nach Hatmandor, Kriegergilde. Lefswan, bla, Tobias. Hä? Es gibt keinen Tomei mehr. Habe ich Tomei getötet? Das Tintenfass. Okay. Da irgendwo. Da ist irgendwo Tomei. Ach so, in dem Haus. Ach so, okay, macht Sinn. Okay, gut. Moin Moin, Tomei. Ah, schön, dich zu sehen.
Schlechte Neuigkeiten. Ich habe das Tintenfass nicht gefunden. Alles ist total runtergebrannt. Ist das wahr? Ich hatte so gehofft, du würdest es finden. Ich hätte meinen alten Beruf gerne wieder aufgenommen. Tja, nichts mehr da. Tut mir leid. Sehr schade. Aber dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ohne die Spezialtinte sind meine gefälschten Papiere nutzlos. Mir wird schon was einfallen. Einen schönen Tag noch, mein Sohn. Der tut mir jetzt aber auch sehr leid. Jetzt tut er mir echt leid. Ach Leute, nee, das kann ich dem armen Tomé nicht antun. Der tut mir jetzt echt richtig leid hier. Ach komm, die merkwürdige Frau war eben merkwürdig. ich habe doch irgendwo hier gespeichert. 336, 343, so. Ja, das war direkt vor der Alima, so, passt. Dann würde ich sagen, laden wir neu, weil ich komm schon. Also das kann ich dem armen Tommy hier nicht antun. Dem Tommy. Ich würde sagen, komm, scheiß mir auf die merkwürdige Frau. Und im Schlimmfall werden uns halt die Hände abgehakt. Ja, komm, kotz mich. Nein. Ich werde meinen Auftrag nicht über dich hintergehen. Was, Waffe wegstecken? Habe ich meine Waffe ausgerüstet? Nee, habe ich nicht. Gut. Ja, chillt euch. Ich mach schon nichts. So, du kannst mich mal. Ich gebe lieber hier Tomé das Tintenfass. Ich meine, im Schiffsfall werden wir erwischt. Und dann gehen wir halt trotzdem durch den Gang. Weil irgendjemand hat uns schon mal gesagt, wo der geheime Gang ist. Ich weiß nicht mehr wer, aber uns wurde es schon gesagt. Ah, schön dich zu sehen. Ich habe gute Neuigkeiten. Dein Tintenfass war in einer der verbrannten Kisten. Unbeschädigt. Hier ist es. Ah, jetzt kann ich den Passierschein täuschend echt unterschreiben. So, das hätten wir. So gut wie echt. Gute Arbeit. Vielen Dank. Lass es dir gut gehen, mein Sohn. Okay, jetzt haben wir den imperialen Passierschein. Ich würde der merkwürdigen Braut jetzt zutrauen, dass sie irgendjemandem sagt, dass wir den haben, aber ist mir wurscht. So, ich werde durch dieses Kacktor gehen und ich gehe jetzt durch dieses Kacktor, Leute. Ist mir doch wurscht. Im Schnittfall, hey, ich habe einen Quicksave. Glaube ich, ja? Ich habe gespeichert. Also ist es mir egal. Im Schnittfall werde ich erwischt, dann lade ich nochmal neu und dann ist er eh das wurscht. So, für irgendwelchen Alguins habe ich jetzt gewonnen und jetzt habe ich meinen Passierschein und ihr könnt mich alle mal. Dieser Tag ist wirklich vielversprechend. Du schon wieder. Ich habe einen Passierschein. Aber wie ist das möglich? Den konntest du doch nur in Hatmandor bekommen und... Halt keine Reden und lass mich durch. Heilige Scheiße. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Mann, da muss er mich durchlassen. Er ist super beleid. Oh. Steppe. Das habe ich ganz vergessen. Das ist ja, dafür haben wir eigentlich unser Pferd bekommen, damit wir da durchreiten können. Stimmt ja. Das holen wir jetzt noch schnell. Aber ich würde sagen, ist ja alles super gelaufen. Ich wusste, die merkwürdige Bitch erzählt nur irgendwelchen Müll. Einem Tomé kann man doch immer vertrauen. Ah, Leute, egal. So, wir reiten jetzt erstmal hier. Ich dachte, wir haben extra unser Pferd bekommen. Warte, wir haben doch unser Pferd von Alima bekommen, damit wir besser nach Hatmandor kommen. Das weiß ich doch. Oder dich. Oder. Hä? Geh da durch, du Kackpferd! Du bist so unfähig, Pferd, Mann. Du bist so unfähig. So, ich versuch's mal kurz auf dem anderen Weg. Im Schlimmfall müssen wir jetzt echt unser armes Pferd hier lassen. Das wird mich jetzt aber richtig ankotzen. Was haben wir das ganze Zeug da mit der Alima gemacht? Das hätte man eigentlich alles sparen können. Hätte man hier auf die Leute Bayern gekackt, dann wären wir schneller da gewesen. So, jetzt kann ich erstmal eine halbe Stunde rumreiten. Blablabla. Ich reite gerade irgendwie komplett falsch einfach. Nee, passt schon so. Ich hätte sie mir zugetraut. So, da sind irgendwelche Ruhenstädte. Ich weiß gar nicht, ob wir da hingehen müssen. Aber, oder was das überhaupt ist. Aber egal. Ich ignoriere das jetzt. Ich wieder rein mit meinem Pferd. Ah, geht doch. Ich wusste es doch. Was? Du bist so ein hässliches Pferd, Mann. Ich hasse dich, Pferd. Geh, sterben mir. Jetzt steht das Kackpferd mir noch im Weg. Ja, jetzt kann ich doch nicht. Du bist jetzt. Ich muss mein Pferd stehen lassen. Das kostet mich aber jetzt richtig an. So, lass mal das Pferd da. Ich mochte das Pferd eh nie. Das Pferd war. Jetzt ist es. Ey, dieses Pferd mal, Leute. Das hab ich. Das hab ich jetzt hier gerade eingesperrt in die Ecke hier. Pferd. Stehen bleiben. Und mich vorbeilassen. Dankeschön. So. Dann haben wir halt kein Pferd, dann gehen wir halt zu Fuß durch diese Einöde da, sterben wahrscheinlich ein paar Mal, weil da übelst starke Gegner sind.
Ja, jetzt habe ich die angerempelt. Ich weiß, jetzt möchte es mich töten. Ich töte auch immer Leute, die mich anrempeln. Es ist voll die Lebenssimulation. Ich rempel jemanden an. Bam! Wird abgestochen. Ich bitte zutun, dass jetzt einfach wieder eiskaltes Tor zu machen. So. Jetzt mal hat man da. Erstmal speichern. Ich habe irgendwie Angst. Sieht hier nicht so schön aus. So, da hinten ist schon mal irgendein Viech. Ich will mal sehen. Okay, ich dachte, das sind jetzt irgendwelche Schlimmviecher. Bam, Warzenspeicher. Aber die können wir jetzt schon mit einem Schlag töten. Leute. Da kommt noch eins, oder? Komm her. Bitte, bitte, bitte. Bam. Ach Leute, ich weiß noch, früher haben mich diese Viecher einfach getötet. Ich hatte keine Chance gegen sie. Und jetzt? Wer macht sie jetzt fertig, die hässlichen Warzschweine? Wer macht sie jetzt fertig? Der MC Muffix. So, looten wir das. Und dann würde ich sagen, irgendwie haben wir in dem Part eigentlich voll wenig getan. Und es tut mir irgendwie leid, Leute. Aber der Part ist schon wieder vorbei. Verstehe ich gar nicht, wo die ganze Zeit hin ist. Naja, den Teleport von Lachrimos Head haben wir gefunden. Belohnung für irgendwas und... Achso, der Teleport hier, sehr cool. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt einen kleinen Cut machen. Wir können das jetzt überall hin teleportieren, das ist voll schön. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich einen kleinen Cut machen und... Ah, hier... Oh, what the hell? Ja, wir wurden ja echt an den Arsch der Welt getrieben hier. Da oben haben wir angefangen, jetzt sind wir da. Naja, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Cut. Im nächsten Part geht es weiter mit Two Worlds 2. Und dann schauen wir mal, welche Leute wir hier noch berauben, beklauen und was auch immer können. Erstmal öffnen wir aber noch die Kiste. Und ein Schinken, Leute. Mit einem Schinken verabschiede ich mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer MC Muffix, haut rein.